Team 5, wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden, schon unterwegs. Werfen wir doch einfach ein paar Granaten rein und gut. Nein, der Atlas könnte da unten sein. Er hat recht, das ist zu riskant, aber sie wird nicht... Du bist tot! Seht ihr? Oh ja, das bin ich. Sehr gut. Oh fuck. Auf Deckung. Sieht mir irgendwie noch schutzmäßig irgendwas aus, aber war jetzt nicht der Fall. Kam jetzt irgendwie vor, als ob das irgendwie so ein heftiger Juggernaut wäre, aber es war eben nicht so. So. So einfach. Okay, die haben aber irgendwelche Helme auf, oder? Na los! Muss ich da irgendwo rein? Das Tor ist offen? Okay. Nee, Moment. War das jetzt klug? Okay, das war nicht klug. Okay, sorry. Zurück, zurück, zurück. Deckung. Deckung! Woo! Ah, ich dachte, ich muss jetzt da hier raus. Sorry. Falsch verstanden. So, die Juggernauts meine ich natürlich. Okay, der ist down. Jawohl! Jacob, Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale.
Oh yeah, wir haben das Drahtseil. Jetzt wird's nochmal richtig interessant. Weil wir können... Ja, was können wir denn jetzt eigentlich? Können wir den so hochziehen, glaube ich, oder? Genau. Ich glaube, also hier diese Steigung, die kann sie ja so noch hochklettern, die Lara. Aber bei... Hartnockst. Ach, sowas ist es. Ups. Okay. Völlig falsch gedacht. Hakenachs, okay, nee, dann ist es hier trotzdem was Neues. Eine Kante greifen. Alter, okay. Und so muss ich diesen anderen Sprung machen in diesem Tal, wo ich da immer auf diesen Baumstamm raufgehe, lang. Also, ich bin zwar auf den Baumstamm raufgekommen, aber ich bin da nie rübergekommen. Wahrscheinlich bräuchte ich da diese Hakenaxt. Auch die Gebeine der Erde bieten Reichtümer an. Und wir haben gelernt zu überleben und zu bestehen. Öl brodelt von unten herauf. Man findet es an tiefen Orten, in Höhlen und den Gräbern unserer Ahnen. Und es brennt ohne große Mühe. In Kriegszeiten bestreichen wir Pfeile damit, sodass sie brennen. Noch tiefer findet man Metall, in tiefen, glänzenden Adern, aus denen Erz abgebaut werden kann. Aus dem Metall schmieden wir Werkzeuge. Aber eines Tages werden wir es brauchen, um die Sowjetwaffen zu reparieren. In Harmonie mit dem Land zu leben, bedeutet selten Harmonie mit unseren Mitmenschen. Okay, die haben da jetzt auch irgendwas mit Öl gemacht. Haben die da vielleicht auch schon Brandpfeile gemacht? Könnte ich mir jetzt einfach mal so vorstellen. So, also die Haken-Ding, das ist ja mega nicht sicher. Also mega unsicher eigentlich. Weiß ich noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Vor allem, dass ich da immer die Sprünge gleich checke, bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher. Wenn die nicht wirklich hundertprozentig offensichtlich sind, die Sprünge, dann... Ich bin mal gespannt, ob ich das checke. Okay, da kommt man nicht hoch. Ich dachte, ich kann jetzt da ein bisschen noch raufklettern. Okay, die Passage muss ich nochmal machen. Boah, okay. Nicht zu oft die Axt hier benutzen. So. Alright, alright. Okay. Da oben gibt es ja eigentlich auch gar nichts. Da wollte ich wieder zu viel. Alter, alles klar. Okay. Die ist ja schon ein bisschen OP gerade, oder? Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Oh, das sieht mir eher danach aus, dass das, ist da vielleicht bei der Kathedrale hier dann am Ende? Wer weiß. Hier noch ein bisschen ein, aber dann geht's hier gleich zum Lagerfeuer. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, das schafft man schon. Irgendwas muss man doch noch machen können.
So. Leiten Sie beim Feuer freigesetzte Gase ab. Den Rückstoß, um das ungewollte Anheben des Laufs zu reduzieren. Dann machen wir das einmal rückstoßmäßig weniger, oder? Oder was hat man hier? Erhöhten Schaden, sorry. Erhöhter Schaden ist immer das Wichtigste. Hier. Schnellere Spann. Ja. Und. Wird die Schussfrequenz. Nachladen schneller. Ne, dann eher Schnellabzug. Und dann haben wir jetzt kein Material mehr, oder? Ja, dann haben wir jetzt halt sehr viel wieder abgegradet. Dann geht's hier mal weiter, oder? Holz brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wow. Das ist schon irgendwie sehr creepy mit dieser, dieser Axt da. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Okay, die Meisterjägerin ist echt eine sehr gute Lehrerin, muss man auch mal sagen. Dass die da den Kindern mehr oder weniger so spielerisch das Zeug beibringt, ist auch ganz cool. Und ich glaube mal, das hat es halt wirklich gegeben, dass halt dann die Kleinen da auch schon mit auf die Jagd gegangen sind. Dass die das gleich von Grund auf gelernt haben. So, okay, ja, das sind wieder so metallische Barrieren. Könnte ich dann so aufsprengen. Irgendwas noch hinter der Türe, oder? Kipplaufflinte. Also ich habe wahrscheinlich schon sehr viele Gegenstände gefunden oder so Teile, aber noch nichts zusammengebaut. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Okay, der ist einfach mal abkauen, oder was? Da bin ich drauf. Da muss ich wahrscheinlich auch drauf. Oh, Kamera. Kamera. Holy moly. Du sollst einfach nach oben springen. Huhuhu. Das war jetzt halt knapp. Ach, die Karre. Da oben. Nee, haben wir glaube ich nichts mehr. Stuhl? Moment. Wenn sich da schon so diese Situation ergibt. Ich habe noch nicht viele
Erfolge. Jetzt schaue ich hier mal kurz bei den Erfolgen. Ihr habt leider jetzt bloß Standbild. Erledigen Sie ein Tier mit einer Sprengladung. Okay. Irgendwas mit Stuhl? Nee. Nee. Okay. Nee. Oder ausruhen? Ausruhen? Nee. Okay. Nee, ich hätte mir jetzt gedacht, da, wenn ich da jetzt eine Minute auf den Stuhl bleibe, vielleicht bekomme ich dann einen Erfolg. Aber gibt es leider nichts. Und da unten haben wir doch schon. Oh, das ist alles Wasser. Wieder einen. Sie leben, gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Hallo. Hallo. Okay. Also, wo sind wir jetzt hier? Also, wir sind hier wieder bei diesem Dorf da. Also, da, das ist das Dorf, wo man die Kaninchen und die Schießstände gemacht haben. Hier war dann dieser Wald und hier dann der Mission verfügbar. Auch hier. Ach, das, ja, da ist wirklich das Gebäude, wo wir die Drohne gemacht haben. Dann gehe ich jetzt einfach mal zum aktuellen Ziel. Weil das Ding ist. Ich hätte noch eine halbe Stunde, also können wir noch ein bisschen was machen von der Hauptstory. Aber ja, die sind erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Den Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die dummen Typen haben zugesehen. Ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen können. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Wird aber immer einen Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's. Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate. Aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gewirkt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Genieße es. Meistens sind die Jobs viel kleiner und diskreter. Sie klauen uns unsere Jobs. Das ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist daran seltsam. Irgendwas, was Sie uns nicht verraten? Keine Ahnung. Vielleicht lese ich dazu viel hinein. Ich sollte den Augenblick genießen. Der hat's halt einfach nicht gecheckt, oder wie? LOL. LOL. Alles klar, einfach mal ein komplettes. Ja, nicht Dwarf, aber ein kompletter Spot hier. Schön stealthmäßig ausgerottet. Sehr gut. Ja, ganz ehrlich, die KI gefällt mir. Also, ich muss echt nicht diese Spiele haben, da wo man 100.000 Mal stirbt. Also, da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Wenn man so sagt, ja, die Gegner sind dumm. Ich komme ganz gut durch. Dann gefällt mir das. Und der war irgendwie am Laptop gerade. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt. Ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war.
Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Dass er am Arsch ist, holy shit. Okay, wird das, wenn man dann schon selber von sich sagt? Uiuiui. Also hier Schrotflintenmunition. Hier würde ich halt einfach wieder nach unten kommen. Und hier oben geht's dann weiter. War da hier jetzt eigentlich noch was? Ich glaube, da oben geht's ja dann echt weiter. Schaut aber hier mal verlassen aus. Ja, verlassen und unsichtbare Wände. Ja, okay, ne, dann klettern wir hier oben gleich einmal durch. Wunderbar. Ihre Horrormänner können hier weitermachen. Wir werden in Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Oh shit. Okay, das sind ein paar mehrere Soldaten jetzt hier. Das ist da die Frage. Die kann ich einfach so ausschalten, oder? Der tut ja nichts. Hat aber keiner mitbekommen. Huh. So. Dann geht's jetzt bei denen weiter. Na? Nee, noch nicht. Sobald wir mit der Suche hier fertig sind, könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Wow, okay. Ablenken. Oh! Jetzt. Hoppala. Okay. So, jetzt die da hinten. Da hinten waren auch noch Gegner. Bevor ich jetzt da groß in die Gebäude herumschleiche, will ich da erst mal hier diese da, die zwei da hinten gucken. Die gehören doch bestimmt zusammen. Also von der Patrouille her. Wenn jetzt da nicht diesen Beziehungsstatus. Aber ich mach die trotzdem einzeln, oder? Doch. Da. Kommt der zweite ja auch. Ha! Ich finde ja den Doppelschuss. Also wenn ich den, wenn man den einmal weiß, wie er geht, dann ist der schon geil. Aber das muss man halt einfach mal wissen. So. Gibt es hier noch Gegner? Ja, die werden natürlich jetzt nicht einfach so angezeigt, gell? Okay. Lol. Okay. Bin ich hier safe? Schaut wirklich so aus. Ja. Nice. Okay. Dann können wir sich hier jetzt mal ein bisschen gucken.
ob wir hier irgendwas in den Gebäuden haben, außer so rote Fässer, die sehr explosiv ausschauen. Ich hätte da irgendwie wieder so ein bisschen Bock auf so ein bisschen was zum Lesen. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Da haben wir doch was. Da haben wir doch was. So, bloß so ein Aufnahmegerät, aber. Immerhin. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Oh. Da würde ich mal sagen, Hashtag Ansage. Aber ich glaube, der hat es dann schon so umgesetzt, wie er das so beschrieben hat. Da ist er eiskalt. So, einmal da die Ruhe. Noch ein paar Gegner zum Looten. Ja genau, die haben Feuer, die habe ich jetzt komplett einmal außen vor gelassen. Oh, Münzen. Sehr gut. So, den einen da hinten, den glaube ich habe ich da schon. Der war irgendwo? Nee. Keine Ahnung. Schon komplett Orientierung verloren. So, dieses Gebäude haben wir noch. Aber eigentlich auch nur eine Kiste. Schade. So eine Karte oder so war jetzt hier gar nicht. Oder? Ja, Karte haben wir eigentlich schon. Jo, dann ziehen wir gleich weiter. Das wäre ja hier irgendwo. Aha. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug. Ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Oh, der wollte der Prophet den etwa taufen, oder was? Wahrscheinlich. Oh, das ist gemein. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, dass... Oh Gott, nicht wirklich in dem... Jetzt. Ich dachte jetzt ernsthaft... Oh mein Gott. Oh, Decker.
Sorry, aber wer dieses Level hier stealth-mäßig probiert. Alter, wo ist denn der? Oh, wer stealth wäre natürlich einfacher, ne? Oh, die hat aber richtig schlecht geschossen. Geworfen. Oh, ich muss mal nachladen. So, da haben wir jemanden. Ah, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Oh, ah, schade. Ich dachte jetzt, der fällt jetzt noch schön runter. Jawohl. Ah, schon die Deckung mitnehmen. Noch einer, oder? Da ist noch einer, ja. Was macht der da? Ah, die ist irgendwie ein bisschen verbuggt, oder? Kann es sein? Der ist nicht verbuggt. Da ist der Helm weg, hä? Da schaust du. So, den erwische ich doch auch einmal noch, oder? Nee. Schauen wir hier mal kurz hoch. Jawohl. Oh, da ist noch einer. Jawohl. Nice. So. Sie steht zwar noch so komisch da, jetzt nicht mehr. Okay. Puh. Ja, so am Anfang habe ich nicht so die Deckung gehabt. Das war ein bisschen blöd, aber alles gut. Der Busch ist halt dann trotzdem eher stealth-mäßig angesagt und nicht irgendwie Geballer. Aber hat ja alles funktioniert. So, die zwei Typen am Lagerfeuer waren jetzt hier die zwei, oder? Oh, ich glaube, die sind sogar schon despawned, oder? Despawned die Leichen bei Tomb Raider? Hätte ich jetzt einmal nicht gesagt, aber... Wer weiß. So, da hinten haben wir, denke ich mal, auch nichts mehr. Okay, man hätte aber echt sehr viele Möglichkeiten jetzt wieder gehabt. Also mit, auf Bäumen klettern, hier rüber springen, da irgendwie stealth-mäßig was machen. Also. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Stimmt. Das wäre ja unser eigentlicher Ziel. Ich bin jetzt eigentlich da bloß die ganze Zeit drauf und dran, diese Trinity-Leute da bekämpfen, beziehungsweise eigentlich diesen Einheimischen da zu helfen. Komme ich eigentlich gerade überhaupt nicht weiter, oder? Warte mal, bevor wir das Funkgerät hier nehmen, erst mal hier noch die Leichen gelöten. Ach, das ist... Nee, das brauche ich aber auch nicht. Das wäre bloß wieder so ein Funkgerät, was ich dann wegschmeißen kann, oder? Ja. Ja, das brauche ich ja dann echt nicht. So. Ah, da wäre noch eine Flasche. Nee, ist auch ein Funkgerät. Braucht man nicht. Das sind aber irgendwie sehr viele Funkgeräte. Nee, das ist wirklich das Aufnahmegerät. Diese verfluchte Krankheit. Sie
zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Okay. Lord Croft, Holloway. Wenn man jetzt wieder so Geschichten vom Vater irgendwie mitbekommt. Den haben wir ja auch so ein, zwei Mal haben wir den ja schon. Diesen Erinnerungen haben wir ja den schon mitbekommen. Aber das ist schon immer ganz interessant, wenn man von dem Vater immer erfährt, von der Lara. Ist schon mal sehr interessant. Aber da sieht man halt gleich, wo sie die ganzen. Ich habe richtig gesehen. Genau, wo sie die ganzen Eigenschaften her hat. Nämlich von ihrem Vater. So. Ich könnte jetzt da einfach hergehen. Und erst einmal hier schön gediegen zum Lagerfeuer hin. Oder vorher noch ein Buch lesen. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren. Ja, das ist halt auch immer das Thema. Wenn man so einen Krieg oder so beginnt, wie lang halt der wieder geht. Oh, sie hat gar nichts zum Erzählen. Okay. Da muss ich ein bisschen reden. Ja. Was könnte man dann noch skillen? Ausweichen. Ne, ausweichenmäßig. Das brauche ich halt überhaupt nicht. Kurzen Schaden mäßig, das brauche ich auch nicht. Was hätten wir denn noch? Gelingt sie Gegner geräuschlos ohne Feinde in der Nähe zu alarmieren. Lautloses Landung. Das wäre das. Ausweichkill. Killmeister. Was hätten wir da oben noch? Größer das Zeitfenster für ein Ausweichkonto. Okay. Ich werde mir dann halt irgendwann einmal wohin beißen, wenn es dann heißt, hey, du bist bei einem Bossfight. Du musst schnell ausweichen. Sollten sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung? Leichtfuß. Wo ist denn der Leichtfuß? Ist das das? Nee. Moment, wo... Fähigkeit Leichtfuß wird da benötigt. Wo ist denn hier der Leichtfuß? Tod von oben? Adrenalin? Hä? Kann da nicht weiter skillen. Fähigkeit Leichtfuß. Das ist aber jetzt nicht irgendwie Talentbäume übergreifend, oder? Oh, Gewehrexperte.
Granaten vom Feind zu erbeuten. Kugelspitzgeschosse. Brandmunition. Was wird das? Spezialpfeile. Durch hergestellt ja auch so, das war das, Brandbomben, da, Leichtfuß, das ist halt wirklich Talentbaum übergreifend, wie krass ist das denn bitte? Napalm, verbessert die Feuerpfeile, ja, da machen wir den Leichtfuß mal, holy moly, also das ist schon heftig, dass das übergreifend ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Sturmgewehr, mehr Präzision. Genau, weniger Rückstoß, das hört man auch gerne. Alright, ja. Ja. Was machen wir jetzt mit diesen schönen Kätzchen da? Müsste nicht dahin. Ich müsste da oben rauf. Ich gehe jetzt gleich einmal hier auf den Baum rauf. Ach so. Oh, doch, doch, doch. Kann ich von hier aus schießen? Yes! Okay, sie ist aber sowieso gleich hier in die Höhle rein. Okay, alles gut. Alles gut, dann kann ich hier schon weitermachen. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämpft, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Boah, voll. Fall nicht runter, Mädchen. Da steht einfach mal ein Gegner. Nee, das war schon so. Okay. Okay, mit denen hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also wirklich gar nicht. Wie komme ich jetzt da wieder... da oben. Ah, ich muss da oben rauf. Alles klar. Moment, ich kann es komplett abkürzen, oder wie? Ja, ganz ehrlich, ich weiß sonst nicht, wie ich sonst zurückkomme. Also einfach runterspringen, bin ich tot. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Das heißt, der will unbedingt... Moment, kann ich einfach so... Oh, okay. Die wollen irgendwie alle, dass sie bei diesen Propheten da Anklang finden. Aber na gut. Oh je. Darüber. Bisschen Matrix-Style, oder wie? Und tschau! Also der Neo hätte es natürlich ohne diesen Haken da in der Mitte geschafft. Oder gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Jetzt darüber?
Normalerweise habe ich ja diesen Haken, gell? Normalerweise habe ich diesen Haken. Okay. Normalerweise. Okay, once again. Also das mit drüber springen, das war ja schon mal ganz gut. Aber das habe ich eben schon befürchtet, wenn ich so einen Haken habe. Dann sehe ich irgendwelche Kanten, die aber das Spiel nicht sieht. Oder das Spiel sagt, nope. Auf keinen Fall. Ach, hier. So rüber, oder? Aha. Okay. Ich muss trotzdem an diese weißen Kanten mich noch ein bisschen halten. So. Wunderschön. So, oh lol, da ist einfach mal ein Gegner. Und da oben auch. Na, wollen die mich nicht sehen oder wie? Okay. Boah. Mann, war das wieder knapp. Okay. Alles gut. Ah, ich muss da einmal außen rum. Ah, oh, da hätte ich jetzt schön. Ne, den hätte ich nicht stealthmäßig weg machen können. Wo auch immer der wieder ist. Ja. Das sind. Ich kann bloß immer wieder sagen, das sind schon geile Worte, wo die da immer. Ausschau halten. Vor allem die, die ist schon wieder. Die ist auch weg. Dass die so schnell despawnen, hä? Hey? Oder sind das Geister? Ich hoffe nicht. Dann wird es richtig lustig. So, da oben wird es auch weitergehen. Moment, dann schaue ich mich kurz da oben mal nach oben. Wenn ich da oben raufkomme, ja. Ja, okay, da komme ich komplett zurück, ja, alles klar. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Was, darüber? Darüber und dann zu dieser Mauer? Also, Leroy. Okay. Ja, dieser Vorsprung ist nicht so wild. Ist zwar trotzdem wild, aber es geht noch. Ist ja schon richtig episch regnet. Die Kathedrale. Sind wir jetzt dann in der Kathedrale? Das schaut richtig gut aus. Wir sind in der Kathedrale. Okay, ich muss noch höher rauf. Irgendwie noch höher. Können wir doch hier vielleicht immer anfangen. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich wo ich hin will. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Na, vor allem, da wird schon wieder geredet. Okay. Da wird auf jeden Fall schon miteinander geredet. Das war, glaube ich, wieder die. Das war aber nicht die Wildlinge. Die Wildlinge. Wildlinge war irgendwie ein bisschen was anderes, manchmal. So, einmal hier. Also, ich muss jetzt da aufpassen, dass ich mich da wieder festhalte. Ja, so, wunderbar. Besser. So. Ja.
hier drauf. Ach, hier rüber. Wahrscheinlich mit einem Haken, oder? Boah, wenn der jetzt nicht geht. Boah, Gott sei Dank. Deswegen habe ich ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen. Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Erschieß mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Das ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Ja, ich bin drüber. Oh. Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Bam! So, und ich würde sagen, hier hören wir jetzt einfach mal richtig fies auf. Ganz einfach. Shit. Ich habe aber echt das Gefühl, dass das langsam aufs Ende zugeht. Keine Ahnung, was da jetzt unten auf uns wartet. Okay, wir haben noch alles da. Sehr schön. Gott sei Dank. Jo. Ich sage wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.